Fighting terrorism is one thing. Sie kämpfen nicht nur gegen Terrorismus, sie bekämpfen Andersdenkende. Vor 2 Monaten wurden 3 Kurden, die in der Region Basel wohnhaft sind, bei ihrer Einreise in die Türkei verhaftet. Einer der Betroffenen führte an, sein Engagement für die kurdische Partei HDP sei der Grund der Festnahme. Kurdish Party HDP. Ah, you mean the Kurdish, Sie meinen die PKK-Terroristen? Nein, ich meine die HDP. Sie und ihre Regierung gehen gegen ganz normale Bürger vor, nur weil diese die Meinung der herrschenden AKP in Frage stellen. Wir haben Gesetze in der Türkei, die jeder einhalten muss. Wenn jemand das Gesetz bricht, hat der Staatsanwalt natürlich das Recht, ein Verfahren zu eröffnen. Und wenn er es für richtig befindet, kann er die Verdächtigen einsperren. Ich kenne diesen Fall nicht genau, aber ich werde dem nachgehen und Sie über die Details informieren. Was mich interessiert, ist Ihre Rolle als Botschafter in der Schweiz. Sollten Sie sich nicht für Staatsbürger einsetzen, die sich davor fürchten, in die Türkei zu reisen? Wir helfen allen unseren Staatsbürgern. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Niemand wird ohne Grund verhaftet. Wenn Sie keine Straftat verübt haben, dann haben Sie nichts zu befürchten. Es gibt niemanden, der in der Türkei ohne klare Hinweise auf eine Straftat verhaftet wird. Die unterstellte Straftat kann aber sehr klein sein. Ein kritischer Beitrag gegen den Präsidenten in den sozialen Medien reicht bereits. Das sind haltlose Vorwürfe. Wenn Sie jemanden auf Facebook kritisieren, landen Sie nicht im Gefängnis. Etwas anderes ist es, wenn Sie Propaganda verbreiten und den Terrorismus unterstützen. Wenn Sie Terrorismus und Morde rechtfertigen, dann ist das ein Verbrechen. Aber eine simple Kritik an der Regierung ist noch nicht kriminell.